Ein guter Verkäufer, so habe ich gelernt, ist der, der anderen am besten dabei hilft zu kaufen. In diesem Video erfährst du 7 Begriffe, 7 Formulierungen, 7 Ideen, wie du als Verkäufer Kunden es leicht machen kannst, Kunde zu werden und Kunde zu bleiben. Ein guter Verkäufer ist der, der anderen am besten dabei hilft, Kunde zu werden. Das ist, was ich gelernt habe vor gefühlt 20 bis 30 Jahren. Und diese Idee, die gilt ja auch heute noch in einer Zeit, in der der Kunde manchmal informierter ist als der Verkäufer, schlauer ist, in der er kritischer ist, möglicherweise auch anders entscheidet als noch vor, sagen wir, 5 bis 10 Jahren. In dieser Zeit ist es wichtig, dass ich als Verkäufer Formulierungen verwende, die es Kunden leichter machen zu entscheiden. Kaufen lassen, sagen wir, ist das neue Verkaufen. Was könnten das für Begriffe sein? Ich habe mich intensiv befasst, analysiert, die letzten Jahre mal untersucht, in welchen Beratungen, Verkaufsgesprächen oder Verhandlungen wir besonders erfolgreich waren. Und ich habe 7 Begriffe herausgefunden, 7 Formulierungen, 7, ich denke, ganz gute Ideen für dich herausgearbeitet, die auch dir als Verkäufer das Leben etwas leichter machen. Erste Idee. Nenne Vornamen und Namen des Kunden. Das ist natürlich nichts Neues und es gilt aber genau früher wie heute auch, habe ich den Vornamen und den Namen oft genug erwähnt, ist das immerhin eine Form von Wertschätzung meinem Gesprächspartner gegenüber. Dann zweitens, der Unterschied zwischen einer geschlossenen und offenen Frage. Eine Plattitüde, das stimmt, und wie häufig bin ich überrascht worden, wie wenige gute Verkäufer den Unterschied zwischen einer geschlossenen und einer offenen Frage tatsächlich bringen können oder sagen können. Gib mal ein Beispiel. Beispiel für eine geschlossene Frage wäre, ist das interessant für dich? Wie kannst du auf diese Frage antworten? Du kannst antworten ja oder nein oder du antwortest vielleicht, wenn du noch nicht entschieden hast. In jedem Fall ist das Gespräch relativ schnell zu Ende. Machst du aus dieser geschlossenen Frage eine offene Frage? Wie geht das? Nun, indem ich zum Beispiel sage, wie interessant ist das für dich? Oder was genau könnte dich interessieren? Oder wofür oder wohin oder warum oder wozu? Alle Fragen, die mit einem W beginnen, hier die Frage, wie interessant ist das für dich? Also zweiter Tipp, starte deine Verkaufsgespräche, deine Beratungsgespräche, deine Verhandlungen besser mit einer offenen Frage. Warum? Weil der Kunde einfach viel mehr Antwortmöglichkeiten hat und umso mehr der Kunde ins Reden, ins Antworten kommt, desto leichter ist für dich als Verkäufer dein Gespräch zu führen. Dann drittens der sogenannte Sie-Standpunkt oder auch Du-Standpunkt. Das bedeutet, du hast etwas erklärt, etwas hervorgehoben und stellst dem Kunden dann die Frage, wie interessant ist das für Sie? Oder was bedeutet das für dich konkret? Oder wenn wir uns das mal gemeinsam anschauen, was konkret bedeutet das für dich? Wie konkret kannst du deinen Vorteil sehen? Der Sie-, der Du-Standpunkt führt dazu, dass der Kunde das, was du ihm vorher gesagt hast, auf sich bezieht. Und das, was er hört, für sich selber einwerten kann, in der Hoffnung, dass das Vorteile hat für den weiteren Verlauf des Gesprächs. Dritter Punkt wäre also die sogenannte Du-Formulierung oder die Sie-Formulierung, der Sie-Standpunkt oder der Du-Standpunkt. Dann Nummer 4, die sogenannte hypothetische Frage. Was ist eine hypothetische Frage? Nun zum Beispiel, indem du mit jemandem zusammensitzt und ihm die Frage stellst, mal angenommen, XYZ wäre so und so und so, wie spannend klingt das für dich? Oder du hast eine Formulierung wie gesetzt den Fall, ABC, wie interessant wäre das für dich? Das heißt, ich mache hypothetisch ein Feld auf und führe damit den Kunden in eine Situation hinein, in die ich natürlich dann auch weiter verhandeln will, in der ich weiter sprechen will, um so das Gespräch in eine bestimmte Richtung zu entwickeln. Also die sogenannte hypothetische Frage, mal angenommen, gesetzt den Fall oder stellen wir uns mal gemeinsam vor, wäre Formulierung und Idee Nummer 4. Nummer 5 habe ich schon so ein bisschen durchschimmern lassen, denke ich, und das ist für mich der Begriff wir. Statt ich oder du sprechen wir von wir. Wir bedeutet
der Kunde und ich, wir gemeinsam. Wir sind hier heute zusammengekommen, um uns über ABC zu unterhalten. Und wenn wir uns ABC anschauen, welcher dieser Punkte ABC ist Ihnen besonders wichtig? Wir sind hier heute zusammengekommen. Wir sitzen hier heute beieinander. Wir haben heute folgende Themen zu besprechen. Dieses Wir gibt dem Kunden das Gefühl, dass Verkäufer und Kunde eine Einheit sind. Es kann ja am Ende auch nur so funktionieren. Wenn ich als Verkäufer etwas zu verkaufen habe, dann wird der Kunde nur kaufen, wenn er den Vorteil, den Nutzen für sich erkennt. Und wenn der Vorteil und der Nutzen auf der Kundenseite da ist, dann ist es ja für beide gut. Das ist für den Verkäufer gut, dass er den Kunden aufmerksam gemacht hat darauf. Und es ist für den Kunden gut, dass er vom Verkäufer darauf aufmerksam gemacht wurde. Und beide sind sich einig. Deswegen fünfter Punkt, das Wörtchen wir statt ich oder du. Dann sechste Idee könnte sein, dass du zum Beispiel mit einer Geschichte etwas erzählst. Storytelling ist immer auch Story Selling. Und wie baust du eine solche Geschichte auf? Diese Geschichte wird bei uns und in allen Trainings so aufgebaut, dass du eine Situation erklärst, ein Dilemma beschreibst, einen Wendepunkt beschreibst und ein Happy End erklärst. Also Situation, Dilemma, Wendepunkt, Happy End. Und es geht immer los mit einem neulich oder erst letzte Woche oder kürzlich oder was ich Ihnen erzählen muss, was sich neulich zugetragen hat. Und dann beschreibst du die Situation, beschreibst das Dilemma, was vielleicht bei einem anderen Kunden aufgefallen ist, der Wendepunkt durch dich, möglicherweise Lösung, Nutzen, Vorteile und das Happy End für den Kunden. Also sechster Punkt, Storytelling ist Story Selling. Ja, und der siebte und letzte Punkt, und den habe ich ganz bewusst bis zum Schluss aufbewahrt, ist natürlich, dass ich Begriffe wie Vorteil, Nutzen, eine Idee, was kann drin sein, dran sein für den Kunden, den Wert dessen, was ich verkaufe, extra herausstelle. Also Nutzen, Vorteile, Werte erklären und herausstellen und das immer im Zusammenhang auch mit dem Preis erklären. Preis ist ja nichts anderes als der Wert in Geldform, der bezahlt werden muss, um den Vorteil auf der anderen Seite, um den Nutzen, um den Wert auf der anderen Seite zu haben. Also über Werte, über Nutzen, über Vorteile zu sprechen und dieses Werte, Nutzen, Vorteile auch häufig genug zu erwähnen. Heißt also, wenn du diese sieben Begriffe, diese sieben Ideen, diese sieben Worte verwendest in deinen Verhandlungen, in deinen kommunikativen Verkaufsgesprächen, dann machst du es Kunden von heute leichter, Kunde zu werden und Kunde zu bleiben. Und tust alles dafür, dass kaufen lassen das Neue verkaufen wird. Dabei wünsche ich dir ganz viel Erfolg und für den Fall, dass du profitieren kannst, gib uns hier ein Like, komm regelmäßig wieder vorbei. Hier gibt es aktuelle Inhalte rund um Ideen, wie du dein Geschäft nach vorne bringst.